Aber was soll man machen? So, wir sind jetzt im Kellergeschoss 11 gerade gewesen beim letzten Mal speichern. Jetzt müssen wir dann Kellergeschoss 10 sein. Da weiß man eh schon, wie lange das Spiel dauert. Wenn das so weitergeht. I have identified the scent. It is Riku. Riku, you say? Has he emerged from the realm of darkness? His existence, it was once doubled in the darkness. Fascinating. That's why you mistook him for the superior. The dark power given to Riku facilitated his escape from its realm. What I want to know is why he appeared here in Castle Oblivion. That's really quite simple. His existence resonates with that of another hero. Sora is in the castle? He arrived earlier. Marluxia is already using Naminé's unique powers to meddle with Sora's heart. Without even bothering to consult us. It seems he desperately wants the Keyblade Master for himself. What a foolish plan indeed. Sora's is not such an interesting existence. The entity that holds true value is Riku, the hero of darkness. Aha. Also Vexen spielt wohl überall hier mit. Er hat überall seine Finger im Spiel. Aber die anderen zwei kennt man jetzt noch nicht wirklich. Den Namen habe ich schon wieder vergessen. Egal. Werden schon noch wichtiger werden oder auch nicht. Wer weiß das schon? Ja, die dürften alle irgendwie zusammengehören. Irgendwie, irgendwo. So, wir gehen als nächstes. Okay, machen wir das Schlimmste zuerst, Nimmerland. Ich hasse das Rumfliegen. Obwohl, hier ist das ja gar nicht so. Das war ja nur in der Ariel-Welt, genau. Da war hier auch das... Doch, hier war auch das Rumfliegen. Ach nö, ich mag das Rumfliegen nicht. Ist gleich blöd, wie jetzt gerade den Jago schlagen. Der ja rumfliegt und man genau die richtige Höhe erwischen muss. Neverland. Das Nimmerland. Ist das nicht schön? Habe ich jetzt wieder ein besondere Karten bekommen? Ja. Also richtet sich das in gewisser Weise nach den Karten, die man hier, nach den Welten, in denen man spielt. Jetzt habe ich gar nicht beim Speichern drauf geschaut, ob ich im Kellergeschoss aufgestiegen bin, aber müsste eigentlich sein. Sonst würde das irgendwie keinen Sinn machen. Ich meine, ich gehe die Treppe hoch, bin im Kellergeschoss. Hallo? Muss doch passen. Die Frage ist nur, wie hoch ich raufen muss. Ob ich, genau bis ins Erdgeschoss sozusagen. Ja, toll. Nein! Oh, schade. Unten wären die Nullerkarten gekommen. Ach, sieh an, ich habe jetzt Nullerkarten. Fällt mir jetzt erst auf. Die hatte ich früher mal im Spiel nicht. Das weiß ich. Nein! Wieso habe ich jetzt... Ach so. Ich wollte jetzt eigentlich nur die Punkte einsammeln und dann weiter. Aber nein, das Spiel hat was dagegen. Jetzt wehren sich die Gegner langsam wenigstens. Ist auch schon mal etwas. Langweilig, wenn die Gegner... selbst nie angreifen. So, jetzt probieren wir das mal aus. Ob ich da jetzt extra Punkte bekomme. Aber ich glaube nicht, die werden einfach nur weggerechnet sozusagen, wenn die mich stechen wollen. Was habe ich denn jetzt alles für... Ah! Eigentlich müsste man ja die drei Karten... Ach, jetzt... erstmal einen Satz beenden. Eigentlich müsste man ja die drei Mickey-Karten behalten, bis man im Sinastra-Modus ist und dann dreimal die Salve einsetzen.
würde mehr Schaden machen. Aber mir ist gerade aufgefallen, woran ich noch gar nicht gedacht habe. Deswegen ist Mikis Angriff auch so wichtig, weil der einen heilt. Das ist im Prinzip im Kampf die einzige Möglichkeit, sich zu heilen. Mit der Mickey-Karte. Ansonsten kommt man ja nicht an Heilung währenddessen. Cyanan. Wieder eine Erkenntnis bekommen. Sehr schön. Spare ich mir das Aufstocken. Weil das so ewig dauert hier. Ich muss endlich schauen, was die Karte bringt. Setz sie da und ein und weiß nicht mal, was sie bringt. So, jetzt wird aber erstmal hier ein bisschen geschnetzelt. Sinastra, Feuer! Boom! Das macht zumindest ordentlich Damage. Ebenso wie der Hieb. Das sind schon coole Attacken. Stufenanstieg. Angriffskraft, Angriffskraft. Nehmen wir mal Leben ein bisschen. Sonst geht das hier so außen vor. Ist da was drin? Nö. Immer die Lampe schlagen. Kann doch auch nichts dafür. Ich muss mir immer abgewöhnen, dass ich hier nicht mehr fliegen kann. So wie mit Sora. Vielleicht kriege ich das noch, aber im Moment kann ich es auf jeden Fall nicht. Ach, sie setzt das alle meine Karten auf Null oder was? Ist ja auch irgendwie cool. Irgendwie irgendwo. Kann man halt mit jeder Karte im Prinzip alles blocken. Und natürlich kann auch jeder Angriff von allem geblockt werden. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Aufatmende Betäubung oder irgend sowas. Anhaltende Betäubung, so war das. Aufatmende Betäubung. Äußerst sinnig. Oh, haben wir hier noch irgendwas? Nee. Nehmen wir wieder was Normales. Eine rote Karte. Weiß zwar nicht, wieso ich die als normal bezeichne und die anderen nicht, aber egal. Habe jetzt schon seit 1,5 Stunden nichts mehr getrunken. Aber der Hals schmerzt noch gar nicht. Faszinierend. Jetzt habe ich schon wieder nicht nachgeschaut, was die Karte bringt. Vergesst da jedes Mal drauf. Jetzt fangen sie wenigstens mal an, richtig zu kämpfen nebenbei. So gefällt mir das schon. Besser. Wenn die alles nur über sich ergehen lassen, macht es ja auch letztendlich keinen Spaß. Ich meine, sie müssen ja auch angreifen, sonst kriegt man keine Sinastra-Punkte. Das wäre dann total arschig. Einen tollen Modus haben, in dem man nicht mal reinkommen kann, weil die Gegner nichts angreifen. Wie sieht denn hier die Welt eigentlich aus? Dann gehen wir zuerst. Achso, da ist dann wahrscheinlich der Ausgang, oder? Könnte ich mir vorstellen. Okay, dann halt da runter. Zuerst mal den noch erledigen. So geht's ja nicht. Freundchen. So geht's ja nicht. Komm schon, Sinastra-Punkte! Ich brauche eine Karte, mit der ich meinen ganzen Kartenwert erhöhen kann. Und wenn man die ganze Zeit hohe Karten hat, kann man die ganze Zeit blocken. Und dadurch kriegt man schnell Sinastra-Punkte. Jetzt gerade habe ich ein bisschen kleine Karten kommen bevor. Vom Wert her. 3, 2. Ah, für eine Sanctus-Salbe reicht's. Salbe! Kann ich mir reinschmieren damit. Wie viele Karten ich gerade von dem kriege. Okay, Schaden macht es wirklich nicht viel. Ah, muss es ja auch nicht. Dafür macht Rico selbst genug. So. Warte mal, ist da oben irgendwas? Sieht so verdächtig aus, aber da ist nichts. Hätte er sein können. Gehen wir weiter. Schätze mal, da wird dann in dem Raum, wo ich gerade nicht hinkomme, wird dann der Ausgang sein. Schlafende Dunkelheit, düsende Dunkelheit. Nehmen wir mal die. Wie sie alle schlafen hier drin. Aufwachen!
Kämpfen! Jetzt habe ich den nicht geschlagen, oder? Ne, natürlich nicht. Ja, zu schön gewesen. Ma! Also hier macht die Karte wirklich Sinn. Weil sonst die ganze Zeit geblockt wird hier. So unfair. Nein! Jetzt hör doch mal auf. Das waren immer schon alle. Es geht so schnell. Ich komme gar nicht recht dazu, meine Punkte aufzusammeln. Der sieht mich ein bisschen aggressiv an, oder? Das ist so ein fieses Lächeln. Muss ich dem austreiben. Tut mir leid. Es musste sein. Und zwar genau jetzt. Komm her, du Mistvieh. Danke. Einmal aufstocken, bitte. Kostet ja hier nichts. Ah, wie konnte der das jetzt blocken? Böser Fliegertyp. Böser Fliegertyp. Geht ja mal gar nicht. So, weiter. Au. Au, au, au. Fieser Mistkerl. Fieser Mistkerl. So. Ja, toll. Für deinen letzten Gegner jetzt. Kriegst jetzt nochmal eine eigene Kehrsalbe ab. Ja, mit dem macht man schon ordentlich Schaden. Kann man schon sagen, irgendwie. Ich glaube, das kann man sogar ein bisschen mehr kontrollieren, als ich es bis jetzt getan habe. Angriffskraft natürlich erhöht. Weiter geht's. Ich kämpfe jetzt nicht gegen jeden. Hätte jeder gern, dass er gegen mich kämpfen kann, aber... Jetzt habe ich die falsche Karte eingesetzt. Sowas nervt mich. Wenn mir jetzt irgendwann mal ein Punkt fehlt bei so einer großen Tür, dann ist genau dieser Moment jetzt schuld. Okay, mal einen Raum ohne Gegner. Soll uns jetzt nicht weiter stören. Aggressive Gegner ist da auch immer ein bisschen blöd, oder? Wie irgendwo eine Nuller? Da haben wir eine Nuller-Karte. Perfekt. So wichtig sind die eigentlich gar nicht. Ich hab lieber eine Mischung aus ein paar höheren Karten als ganz viele Nuller-Karten. So, jetzt vor dem Endboss doch noch ein kleines bisschen trainieren. So zwei, drei Kämpfe. Es geht ja so verdammt schnell. Von daher kann man das ruhig zwischendurch machen. Stört eigentlich nicht wirklich. Mal gleich durch. So wie jetzt zum Beispiel. Das waren ein paar Sekunden. Müsste man wirklich mal die Zeit stoppen, wie lange das eigentlich dauert. Ich meine, ihr könnt das ja schauen. Ihr habt ja unten den Timecode. Ich meine, ich habe auch eine Uhr laufen. Und die habe ich ausgeblendet. Aha. Ich bin speziell. Ich achte nicht auf Uhren, wenn ich kämpfe. Lenkt mich nur ab. Und dann ist der Wert verfälscht. Ja, damit. Ah, okay. Immer schön die Punkte einsammeln. Du auch mit deinem blöden Grinsen. Du gibst mir auch deine Punkte. Sehr schön. So, zwei, drei Kämpfe habe ich gesagt. Und dann noch schauen, dass mein Leben wieder möglichst voll ist. Das werde ich jetzt noch achten. Das heißt, Mickey, ich brauche dich früher oder später. Aua! Das ist der falsche Zeitpunkt, um mich zu schlagen. So, dann kommen ein Haufen Gegner. Das ist sehr gut. Wenn jetzt noch Sinastra-Modus kommen würde, wäre es noch cooler. Perfekt. Dann kann ich die nämlich schön erledigen, alle. Und ganz zum Schluss dann nochmal Mickey einsetzen. Zur Heilung. Okay, ganz vorsichtig. Bevor ich jetzt zu viel schlage. Dann macht ihr den Rest. Perfekt. So, und jetzt noch die paar letzten Lebenspunkte aus der Kiste oder wo auch immer rausziehen. Da, perfekt. Nein! Mist. Komm, angreifen. Ich will möglichst keinen Schaden kriegen hier.
perfekt läuft das. Ah, okay, okay. Alles klar, alles klar. Nichts passiert. War ein kleiner Fehler, aber ich hab's korrigiert. So, 5 oder höher in grün. Dann nehmen wir doch... Hier kann ich keine 0 verwenden, oder? Nein.